So, Teil 2 der Regenbogenraserei, Mission 100 Münzen. Ja, Münzen, nicht Sterne. Und ich habe mich ja beim letzten Mal re relativ blöd angestellt, wie so oft. Und ich hoffe, dass es diesmal besser läuft und dass wir es jetzt schaffen. Na, so nicht. Dass wir es jetzt schaffen, die restlichen 47 Münzen zu holen, die da noch ausstehen. Ich bin mir wirklich ziemlich sicher, dass im Haus einige sind. Ich hoffe aber natürlich, dass auf dem Weg zum Haus auch schon einige sind. Damit wir da nicht so auf den allerletzten Punkt angewiesen sind, denn ich habe ja schon rote Münzen liegen lassen und vielleicht auch noch die eine oder andere. Ich hoffe, dass ich keine blaue liegen gelassen habe, dass das wirklich nur eine einzige war. So. Das heißt, es wieder ein bisschen aufpassen hier. Da war nichts drin. Ich speichere mal eben. So. Ah, da drüben sehe ich schon was glitzern. Und wir müssen nach. Oh Gott. Entschuldigung, ich muss jetzt kurz überlegen. Ah, da sehen wir es. Ha, sehr geil. Gut, dass ich auf Pause gegangen bin. Das Haus ist links und das Luftschiff ist, Luftschiff ist rechts. Ups. Da hätte ich es jetzt fast verpasst. Wir müssen also nach links. Ich gucke mich trotzdem mal um, ob hier noch anderweitig Münzen sind. Ist das jetzt richtig? Nee, jetzt geht's ja doch zum Luftschiff hier. Ach, verdammt. Kommen wir da wieder runter? Moment. Ja, ich mache das jetzt lieber so. Ich muss wohl doch nach rechts. Entschuldigung. Wir tun, als wäre nichts gewesen. So. Da hätte ich gerne drauf gewollt, aber da komme ich jetzt gerade nicht hin. Also ich würde da schon hinkommen, aber dann ist der Teppich weg. Wobei, zu dem wäre ich auch wieder hingekommen, ne? Shit, verdammt. Vielleicht reichen ja die Münzen im Haus. Wahrscheinlich nicht. 45. Waren es nicht gerade noch. Ja, zwei habe ich geholt inzwischen. Ich glaube jetzt nicht, dass im Haus 45 Münzen sind. Ach. Dann muss ich versuchen, wieder irgendwie zurückzukommen. Das hilft alles nichts. Ich weiß nicht, ob es da nochmal einen Weg zurück gibt. Da liegen auf jeden Fall welche, aber die werden nicht reichen. Und das Blöde ist, ich muss natürlich auch aufpassen, dass ich den Teppich nicht verliere. Das waren definitiv keine 45, das waren 5. Ich dachte jetzt wirklich, dass da mehr wären. Ach du liebe Zeit, wie soll ich da noch 40 Münzen kriegen? Und wie soll ich wieder zurückkommen? Gibt es da irgendeinen Weg? Da sind jetzt auch noch mal welche. Hör auf! Mein Teppich ist sonst weg. Da kommen auch noch mal welche, aber das wird nicht reichen. Das sind noch mal 5, dann sind wir bei 70. Da brauchen wir immer noch 30. Ich traue mich jetzt gar nicht, das zu speichern. Denn dann verbaue ich mir den Rückweg. Eventuell. Nein! Mein Teppich ist weg. Scheiße. Ich hätte speichern sollen. Okay. Das bedeutet, dass ich mich jetzt mal umschauen kann, ob es hier einen Weg zurück gibt. Ja, das ist das mit der Kanone. Ich weiß halt nicht, ob auf dem Luftschiff noch Münzen waren. Ich glaube aber eher nicht, ehrlich gesagt. Was haben wir denn hier? Bringt mir das hier irgendwas? Einfach ein Steg ins Nirgendwo. Kann ich da irgendwo hinspringen? Kann ich da rüberspringen? Oh, fast. Aber nicht ganz. Ja, Ach, was machen wir denn jetzt? Ich versuch's jetzt doch mal mit dem Luftschiff. Vielleicht kann ich mich dann mit der Kanone ja wieder darüber schießen oder so. Ach Gott, stimmt ja, da drüben waren ja noch die blöden. Ah, oh, da hätte es auch noch welche gegeben, glaube ich, bei den blöden Dreiecken.
so ein Mist. Da muss ich da auch nochmal zurück irgendwie. Ich frage mich nur, wie. Also der einzige Rückweg ist, glaube ich, wirklich die Kanone. Das wird allerdings nicht leicht, weil eigentlich ist die Kanone dafür gedacht, dass man durch diesen Regenbogenring zielt und nicht, dass man sich an den Levelanfang zurückschießt. Das ist gar nicht so einfach. Ich habe es fast befürchtet, dass das mit diesem Level hier nicht so leicht wird. Diese Stelle ist so... Genau, die ist so scheiße. Ja, da waren sie wieder, meine drei Probleme. Genau das gleiche. Ich hatte jetzt die falsche Perspektive und jetzt hänge ich hier fest. Ich glaube jetzt nicht, dass ich da noch rüberkomme, aber... Nee, komme ich auch nicht. Jetzt bin ich wieder da unten. Ja gut, unten ist ja eigentlich gar nicht verkehrt. Erstmal heilen wir uns hier eine Runde. Ich will dahin. Genau, da lang will ich. Da sind nämlich auch noch Goombas. Genau, ich muss den Weg... Da habe ich vorhin abgebrochen und habe gesagt, oh, da kommt ja nichts mehr. Und den muss ich weitergehen und dann komme ich zu diesen scheiß Dreiecken. Jetzt wissen wir zumindest, dass wir im Haus mindestens so 15 bis 20 Münzen kriegen. Ja, so weit war ich schon mal. Und dann bin ich da irgendwo runtergefallen und habe gesagt, naja, das passt schon. Ja, und das war mein Fehler. Hier oben ging es zu einem Stern und da liegen auch noch welche. Okay. Da drüben. Ich weiß nicht, ob außer dem Stern da noch Münzen waren. Ich lasse mich mal kurz hinschwingen. Nee, da ist nur der Stern. Okay. Ich hab's fast... Ja, ich dachte es mir fast. Okay. Dann können wir uns das jetzt dann aber sparen. Ach, Mensch! Ich stell mich echt an hier. Okay. Ja, noch nicht alle Hoffnung verloren. Also ich sag jetzt mal, Luftschiff nein, Haus ja. Und das muss jetzt aber wirklich in diesem Part auch klappen. Also zwei Parts sind schon schlimm genug, aber mehr müssen es wirklich nicht sein. Allerdings, wenn man so einen Blödsinn fabriziert wie ich hier, dann kann man froh sein, wenn man es überhaupt schafft. Echt. Ohne Worte, ohne Worte. Oh, gerade so. So, jetzt ist die Frage, gab es bei den drei Ecken noch Münzen? Ich glaube fast nicht. Ich probiere es gleich nochmal da hochzuspringen. Ich bin jetzt einfach nur auf doof runtergefallen. Ich habe jetzt nur gedacht, vielleicht liegt da noch was. Groß war die Ausbeute jetzt in diesem Bereich allerdings nicht. Ja, das hat jetzt voll gebracht. Es sah gut aus, aber mehr auch nicht. Eigentlich sah es noch nicht mal gut aus. Genau, da wollte ich hin. Da ist der Stern, da ist nichts mehr. Okay. 67, noch 33, 15 im Haus, 15 bis 20. Ich muss noch irgendwo welche zusammensammeln. Hier kann ich mich jetzt mal runterfallen lassen. Genau. Damit wir zu den Teppichen zurückkommen.
33. Ich krieg doch keine 33 im Haus. Ja, es kann schon sein, dass da weiter oben noch was war, was ich noch nicht gesehen hatte, aber ich habe da jetzt trotzdem kein gutes Gefühl, ehrlich gesagt. Okay, auf ein neues. Ja, hier haben wir das Level, die Folge eigentlich begonnen. Da war nichts mehr. Das Blöde ist, dass halt wirklich die Münzen nicht zu sehen sind, wenn sie noch zu weit weg sind. Man muss relativ nah dran sein. Und deshalb kann ich mir da jetzt auch nicht so wirklich einen Überblick verschaffen, wo ich vielleicht welche übersehen habe. Das Einzige, was man aus der Ferne sieht, das sind die Blöcke. Aber da ist, glaube ich, in dem Level nicht viel. So, und jetzt nochmal abspeichern. Und wir entscheiden uns für den Weg nach rechts. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich mir die holen kann. Ja, und jetzt bin ich daneben gesprungen. Na toll. Ich versuche das nochmal. Ich hatte jetzt auch eine blöde Perspektive. Ausreden, ich weiß. Ach, Mist. Ach. Wenn man auf dem Teppich springt, dann setzt er sich noch nicht in Bewegung. Ja, und ich glaube, die oberste Münze kriege ich nicht. Das ist jetzt aber nicht so schlimm. Ich glaube jetzt nicht, dass es an der einen Münze dann letztendlich scheitert. Wäre da unten noch was gewesen? Das ist ja das, wo die roten Münzen sind. Jetzt muss ich einfach aufpassen. 29, das... Ich habe da kein gutes Gefühl. Ich glaube, das wird nicht reichen. Ich hätte doch alle roten holen sollen, aber ja. Aber wir haben einen Puffer von über 20 als Geist. Ich glaube, 28. Wo sind denn die alle, bitteschön? Okay, jetzt schnell runter. Einsammeln und wieder drauf. Und wieder runter. Das Feuer umgehen. Nein, das Feuer umgehen, habe ich gesagt. Und wieder drauf. Drauf! Oh. 24. Das wird eine ganz enge Kiste, ich glaube. Da hat mich ja beim letzten Mal, glaube ich, das Feuer erwischt. Und dadurch bin ich gestorben. Und jetzt geht es eigentlich nur noch nach oben. Und ich glaube jetzt nicht, dass wir da noch 14 Münzen zusammenkriegen. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ja, genau. Gleiches Problem wie beim letzten Mal. Aber diesmal bleibt er auf dem Teppich. Wenn oben überhaupt noch welche sind. Wenn da jetzt keine mehr sind, dann... Aber selbst wenn da 13 oben liegen, bringt es mir nichts. Ja. Da ist jetzt bestimmt so ein tolles Leben drin. Ja, war ja klar. Und jetzt haben wir die Scheiße. Uns fehlen 13 Münzen. Das Leben macht einen Abgang. Ist mir jetzt egal, ehrlich gesagt. Da oben ist nichts mehr. Ja, das tut weh, ich weiß. Aber das ist mir jetzt ehrlich gerade egal. Hier ist nirgends was. Die einzige Chance, die ich sehe, ist, dass ich da wirklich rüberspringen kann.
Und es dürfte eigentlich zu weit sein, fürchte ich. Oh, es hat geklappt, es hat geklappt. Okay, dann komme ich auf diesem Weg wieder zurück. Da ist jetzt wieder so ein tolles Leben drin. Jetzt wird sich gleich zeigen, ob sich das jetzt gerecht hat mit dem, ist mir scheißegal. Denn wenn ich da jetzt abstürze, dann... Moment, der fährt runter. Dann kann ich hier nochmal versuchen, die letzten roten Münzen zu holen. Ja, da muss ich mich jetzt langsam runterfallen lassen. Da ist dann auch ein Herz, wo ich mich heilen kann. Ah, verdammt. Okay. Wir starten jetzt nochmal hier. Ich werde jetzt etwas weniger sorglos mit meiner Energie umgehen. Soll heißen, wir fahren gar nicht mehr nach oben. Wir steigen jetzt hier unten ab. Oh, der Part ist rum. Hm. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als euch zu vertrösten. Wir brauchen nochmal eine Folge. Und... Oh, das war jetzt... Ja gut, auf das Leben verzichte ich jetzt. In der nächsten Folge werden wir das dann aber abschließen. Und notfalls uns nochmal den Weg zum Luftschiff bahnen. Irgendwo müssen ja noch die letzten Münzen sein. Es hilft ja alles nichts. Und dann... Dafür werden wir dann aber auch im nächsten Part... Dann auch gleich noch das Zusatzlevel hinterher schieben. Die Regenbogenraserei. Also die zusätzliche Regenbogenraserei. Und... Ja, dann freue ich mich aufs nächste Mal und eventuell spiele ich jetzt schon mal hier zumindest die roten Münzen rein, damit uns das beim nächsten Mal erspart bleibt. Bis dann, tschüss!